Ja, hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Bortekneit mit dem Sepp und der Fine. Hi. Hallo. Und wir sind ja hier noch auf der Schneeinsel, wo die Fine noch an einem Dungeon gerade rumarbeitet. Ja, interessanter Ja, Stein. deswegen hab ich meine Folge jetzt noch nie, also mein Spiel noch nie neu gestartet, weil ich halt im Dungeon bin. Gut, ist ja nicht das Problem, aber Hauptsache wir können schon mal die Folge starten. Na doch, ich hab ja nun dadurch keinen Spielsound. Hier unten steht jemand, sehe ich gerade. Was? Ja, hier steht eine schwarze Frau. Ella die Jägerin, ich bin auf der Jagd. Ja, gut, kannst du durch Portale reisen? Mehr wollte sie nicht, hatte jetzt nicht als Frage gehabt. Das war das nicht die Dame mit dem Quest? Ja, da habt ihr gesagt, so irgendwie die Schöne oder sowas. War dann hier irgendwas? Das hat die gesagt, ja. Das hat sie zum Sepp gesagt. Achso. Genau. Dass sie die Schöne ist. Sepp ist die Schöne, ja. Ja, Ich bin das. die Schöne. Ah. Also, wenn es dunkel ist. Redst du gerade von dir? Nö. Sicher? Ja. Wie Klang war so. das? Diese Eisrosen kann man essen, oder? Ja. Lass es dir schmecken. Vergiften dich dann bloß langsam. Nach und nach. Fuck. Schluss schon wieder. Das macht nichts. Dafür habe ich ja Heiltränke, ne? So, Genau. du willst erstmal einen Neustart machen? Was, du tust neu starten? Ja, naja, damit ich wieder Spielsound habe. Gut, dann kann ja einer von uns beiden mal durch irgendein Portal durchlatschen. Irgendeins der Portale. Also ich wäre gerade bei einem, wenn Na, dann lauf doch mal du durch, weil möchtest, aber. ich muss mich erst hier irgendwie. Was? Irrlichtmorast? Mhm. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So. Ich muss auch mal ganz kurz ein bisschen Wasser zu mir Zum nehmen. Irrlichtmorast. Ja, wer den Twitch-Stream gesehen hat, der hat gemerkt, ich hatte irgendwas mit dem Kragen. Ich muss ständig Flüssigkeit aktuell zu mir nehmen. I, Wasser. Da bumsen Fische Damit. drin. Gut, in dem Wasser wahrscheinlich nicht mehr. Das ist schon schwarz. Ach ja, wieder so eine Eiseninsel. Ah. Aber, Moment. Es scheint hier kein Wasser zu geben. Dort hinten sehe ich Na, es Donnergucker gibt welche, fliegen. Ach du die haben kein Heiliger. Wasser. Hau ab, geh weg. Du stinkst nach Fisch. Geh weg. Ja, Sepp, und du lootest hier alles wieder ab. War ja klar. Ich hab Ihr gar nichts wartet. bekommen. Drei Ihr wartet ja Goldmünzen beide nicht. und Du, Erfahrung von dir. die Monster, die kommen direkt hier So, am ihr Startpunkt. Lieben. Aua. Also ihr hört hier jetzt weiter Gequatsche. Also ihr hört den ihr Gequatsch weiter und wir spielen jetzt einfach alleine, weil ich habe Schnauze langsam voll. Was? Was? Na, ihr könnt nie warten. Ich muss jetzt schon wieder aus dem Spiel raus und ihr lootet schon wieder überall. Du hast mir Ich aber stehe auch. am Startpunkt. Ja, und Nee, du aber hörst das mir. hören wieder. Du hörst mir einfach nicht zu. Ich habe gerade gesagt, die Monster sind direkt am Startpunkt. Du kommst auf die Welt und wurdest direkt angegriffen. Ja, das stimmt aber. Habe ich gerade gesagt. Ich hab mich hier noch keine 5 Meter bewegt. Naja. Na, Ja, du wirst ja okay. schon Hier bewegt. drüben. Was sind denn das? Warte mal, Siehst es du, kommt. alles klar. Ja, komm. Erzähle nicht. Komm, komm Mach mal gleich weiter. ausrechnen. Eins, Ach zwei. komm, brauchst dich jetzt nicht erklären. Lass sein. Was haben wir hier? Ach, Vier, sei doch nie so. fünf, sechs, Ihr würdet euch genauso zehn. ärgern, wenn ihr Na, das wärt. natürlich würden wir uns ärgern. Naja, also. Nö. Hast ja recht. Nee, ist gut, ich. Ich reg mich einfach nicht mehr auf und ist gut. Sag doch was, dass du wieder da bist. Bin wieder da. Da steht doch ganz, da kommt oben so ein großer beiger Anteil, da steht das doch ganz deutlich. Ja, ich war gerade im Menü, deswegen habe ich nichts gesehen. Achso. Alles gut.
Los, geh weg. Husch dich, weg. Ja, so, supi. Oh, wer bist du denn? Seid gegrüßt. Dann. Ich scheine meinen Elektrostab des Schreckens verloren zu haben. Oh nein, nein, nimm das nicht an. Warum nicht? Wieso stellst du den Elektrostab her? Na gut, dann nicht. Oh, jetzt weint er, nur wegen dir. Ja, kann er ja weinen, ist mir ja egal. Aber ich stelle den nicht her. Ich hätte das einfach Fine zum Auftrag gegeben. Ja, schönen Dank, dass er wieder in den Vorrang ja, kommt. Sepp, nur mal zur Info. Die ist doch unser Magier. Nee, du kannst den aber genauso herstellen. Ja, könnte ich. Den kann jeder herstellen. Also nur zur Info, ne? Ist ja so an sich, ist mir das eigentlich auch relativ egal. Man muss ja mal weil bedenken, jetzt was hier werde ich den sicher nicht machen können, weil ich die Materialien dafür gar nicht mit habe. Muss ja mal bedenken, wenn du im Singleplayer bist, dann ist es ja auch für den Arsch, aber. Warum? Da kann ich einfach zu meiner Heimatinsel das machen und zurück. Na genau, das meine ich ja. Na warum ist das dann im Singleplayer für den Arsch? Wenn du es eben halt. Du hast ja diese Aufgaben, hast du ja im Singleplayer genauso wie im Mehrspielermodus. Das ist ja kein Unterschied. Ja, aber das meine ich damit. Warum ist es als Singleplayer für den Arsch? Weil ich kann als Singleplayer kann ich einfach mal die Inseln zurückreißen. Während im Multiplayer muss ich auf euch Rücksicht nehmen. Verstehst das ist richtig. Du? Deswegen das ist das nicht für den Arsch. Es ist aber für den Arsch, wenn man sagt, der und der ist ja der und der kann das und das machen. Das meine ich damit. Was ist das denn? Spinne. Geh weg. Pfui, Spinne. Pfui. Ich bin hier in irgendeinem Vulkan drinnen, wo außer Monster nichts zu finden ist. Sehr schön. Kann das sein, dass die Splitter, also das Quatsch, die Splitter sage ich schon, die Bruchstücke immer krasser werden? Wasser. Ja, dass die Inseln, die werden ja irgendwie immer größer, finde ich. Oh. Und dann sind die aber eben. Naja, ich meine in der Hinsicht größer, dass die eben halt nicht mehr so zusammenhängend sind, wie wir es ja von früher kannten. Ach so, ja. Ja, dass die jetzt viel mehr eine Herausforderung in dem Spiel haben. Oh, stell dir mal vor, du hast dann als nächstes irgendwann mal Inseln. Da hast du oder, eben halt im Portal, wo du dann, was weiß ich, 20, 30, 40 kleine Mini-Inseln nur hast und dich dann immer überall erst hinbauen musst, damit du eventuell die Dungeon und die Portale findest. Ist mir schon passiert. Und was ist da so schlimm daran? Da baust du dich einfach hin und dann ist gut. Ich würde es aber ziemlich mies schon finden. Wenn du erstmal so dich in die Hinsicht. Ja, irgendwo sollst du ja in dem Spiel einfach auch eine Herausforderung haben, die Portale zu finden. Und wenn du schon mit dem Kompass so schummeln kannst. Nein! Na doch. Doch, ja, rede weiter. Alles gut. Bist du wenigstens gestorben? Ja, natürlich. Ja, Gott sei Dank. Etwas Glückseligkeit heute. So. Oh nö. Was denn? Wieder kein Spielsound. Ah, das ist auch immer nur, wenn wir Multiplayer spielen, ne? Im Singleplayer hast du nö, das nur alle. Hatte ich auch schon. Ja? Ja.
Dann ist das halt so. So, ich wollte eigentlich mal gucken, wie viele Portale gibt es. Achso, haben wir ja schon alle entdeckt. Gab ja nur das eine. Heißt also, wenn ihr dann nicht großartig mehr auf der Insel sein wollt, können wir dann auch schon fast zum nächsten reisen. Müsste aber, wenn dann einer von euch beiden bitte machen, weil ich hier irgendwo im Untergrund bin und hier wahrscheinlich zu schnell nicht mehr rausfinden werde. So, du kannst du über die Karte machen. Ist richtig, aber da kann ich ja hier unten, da kann ich ja unten mich nicht gegen kleine Minispinnen anlegen. Hm, das stimmt. Er weiß, was es hier unten in diesem Loch noch gibt. Also zumindest ist hier schon mal eine Wand zu einem unten Dungeon. Fine, bist du zufälligerweise in einem Dungeon drinne? No, aber ich bin jetzt am Ende des Dungeons. Achso, dann kannst du das wahrscheinlich nicht sein, die... Nö. Wie gesagt, auf der Seite, also auf der Seite, wo ich gerade bin, ist eine Wand von einem Dungeon wahrscheinlich. Und der einzige Name, der auf der gleichen Höhe ist, ist deiner. Nö, bei mir ist das Dungeon schon fertig. Jetzt wieder raus. Ich guck einfach mal. Ja, hier sind auch alle Türen offen. Gut, dann war das das. Dann bist du quasi gerade klassisch an mir vorbeigerannt. Ah ja. Hier gibt es einen Haufen Donnergucker, ey, ist ja Wahnsinn. So. Baue ich mir mal kurz hier rüber. Es gibt auch so eine Ereignis-Quest hier, wo du Spinnen verschiedener Arten umbringen musst. Mhm. Sind die dann unterschiedlich groß oder sind die alle so klein? Alle so klein und verschieden stark. Okay. Oh nee, es gibt verschiedene Größen. Bei dem Ereignis? Naja. No? So groß sind die aber trotzdem nicht. Ja. Ich finde ja diese Gestreiften echt blöd. Ja, die vor allen Dingen sich unsichtbar machen können. Naja, die graben sich irgendwie ein. Keine Ahnung. Okay, von was redet ihr? Ich habe hier nur kleine schwarze Sprinnen. Nee, das ist eine Ereignisquest. Ach so. Nee, die gibt's auch so. Ich habe sie bisher nur dort auf einer Ereignisquest gesehen. Cool, jetzt bin ich Benötigst du eigentlich noch Seide? Ich jetzt? Ja. Irgendeiner von euch. Beide brauche ich immer. Kann man immer gebrauchen, wer weiß warum, weshalb, weswegen. Wieso fragst du? Weil ich noch Seide übrig habe. Also, ja, bekommen habe. Mhm. 12 Stück. Und ein Rezept für einen klassischen Sitz. Hab ich schon. Brauche ich nicht mehr. Und Fine? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es dir einfach mal geben. Ah ne, brauchst du nicht. Ich hab den selber. Rezept. Okay. Hatten auch noch nicht.
Ach ja, ein Träumchen. So, wer hat das Spiel jetzt verlassen? Die Fiene? Na, musst du, wenn ich den Spielsound hab. Ach, die Spinnen, die schreien auch immer so, wenn du sie tötest, ey. Schneidest du das dann eigentlich immer regelmäßig raus, wenn du das wechselst? Nö, oder wie machst das du das nicht drin? Wie, was soll ich machen? Nee, hätte sein können, dass wenn du jetzt wenn du jetzt rausgehst aus dem Spiel, um wieder einzuloggen, ob du das dann rausschneidest. Nö, warum sollte ich das? Ja, hätte sein können. Manche machen das ja. Nö. Was soll ich denn da reinschneiden? Vor allen Dingen, wenn ihr dann in dem Moment reden tut. Unser Gequatsch ist doch jetzt nicht so interessant, oder? Na komm, geh ab. Mal diese Fackeln, die nicht abgehen wollen. Ja, da ist doch schon wieder so eine Spinne. Ich sehe dich doch schon. Wir können ja mal was probieren. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir es erhofft hatte. Mit der Sprengbombe quasi die Erze abbauen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Das wäre auch ein bisschen mit Gemeine gewesen. Gerade wenn du so eine größere Kohlevorrat oder Eisenvorrat hier gefunden hast, einfach Bombe drauf, brauchst du wenigstens die ganze Zeit rumhacken. Ich glaube, dann brauchst du diese TNT-Teile. Ja gut, man kann es ja auch abhacken, das ist ja an sich der Sinn des Spieles. Könnte ich mir vorstellen. Wobei ich ja jetzt auch schon wieder gelesen habe, wie man gewisse Punkte in dem Spiel ja auch, naja, offen zumindest nicht ganz traditionellerweise erschießen kann. Aber, wie die Fini ja schon selber gesagt hat, es ist eben halt noch ein Early Access Spiel. Und wir wissen alle nicht, was da noch später kommt. Du, das haben wir bei Forest auch gesagt. Und bei Forest fliege ich nicht, kriege ich nicht ständig so eine Probleme. Weil ich verstehe nicht, warum ich die immer kriege. Ja, das verstehe ich eben halt auch nie. Keine Ahnung. Könnt ihr die einfach mal kriegen? Der Sepp, der cheatet dich bestimmt. Genau. Quatsch, cheatet, sag ich schon. Der hackt das bestimmt. Der hat da so eine Makro-Taste und dann tut er da mal absichtlich drauf drücken, um dich zu ärgern. Das wäre eine gute Idee. Das erwarte ich eigentlich von dir und nicht vom Sepp, aber okay. Warum soll ich das? Genau, ich bin nämlich ein ganz lieber. Wenn es danach gehen würde, würde ich doch einen Spielsound vom Sepp jedes Mal ausmachen. Was macht ihr eigentlich jetzt so? Ja, ich renn hier unten in irgendwelchen Erdlöchern rum und guck mir die Welt quasi von unten an. Und ja, was ist das? Ich bin in irgend so einem Dungeon. Wo es aber gerade gar nicht weitergeht. So ein Donnergucker in der Tür hängt. Komm raus, du Vieh. Oh, das hatte ich jetzt auch mal. Auf unserer Twitch-Map war das gewesen. Da hing das Monster so in der Tür drinne. Ach nee, warte mal, das war in einem Loch gewesen, da hing ein Wurm da und ich konnte aber mich weder nach oben noch nach unten bauen, konnte aber aus der Perspektive, aus der ich gerade war, konnte ich nicht mal den Wurm treffen. Und der ist aber auch nicht weggegangen. Na, also der ist nicht despawned. So, naja, was machst du denn dann? Dann kannst du wirklich nur noch neu starten. Also quasi wieder dich auf deinen Startpunkt zurück teleportieren. Ja.
So, also wenn es nach mir geht, können wir auch ganz gerne uns auf die nächste Karte, auf die nächste Insel teleportieren, wenn ihr wollt. Ja, können wir gerne machen. Können wir machen. Würde da einer von euch die Ehre erweisen, durch ein Portal zu laufen? Nö. Nö. Weil ich gar nicht mehr weiß, wo das war. Aber wir können ja hier einfach über die Karte machen. Genau. Jorans Ausguck. So, gut. Dann werden wir jetzt durch das Loch dort hinfliegen. Verabschieden wir uns schon mal von euch. Schaltet gerne morgen wieder ein, wenn wir dann auf der neuen Insel sind. In der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X. Tschüss. Ciao.